Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer wunderbaren Flask-Tutorial-Reihe. Heute geht's weiter und zwar wollen wir heute uns mit Datei-Uploads beschäftigen. Ich weiß, das ist jetzt schon ein bisschen, naja, fortgeschrittener, sag ich jetzt mal, aber wir sind eigentlich mit den Basics schon ein bisschen durch und ja, deswegen warum eigentlich nicht mal was Neues wagen? Dazu gehen wir jetzt erstmal hierher und importieren ein paar Sachen. Wir brauchen erstmal OS dazu. Wir brauchen natürlich Flask. Wir haben hier oben schon Flask importiert. Wir brauchen aber auch Request, URL vor und gut, Render Template brauchen wir nicht. Wir brauchen auch den Redirect. Redirect ist dazu da, damit ihr logischerweise einen User redirecten könnt. Und das lernen wir sozusagen heute gleich noch so mit, so nebenbei so ein bisschen. Und ja, das ist auch so der Sinn der Sache. So, dann definieren wir uns hier oben erstmal den Ordner, wo wir hin uploaden wollen sozusagen. Das ist in meinem Fall ein bisschen länger, deswegen pausiere ich euch dazu einfach mal kurz. Und anschließend können wir uns auch noch hier definieren, wo wir eigentlich oder was für Dateien wir überhaupt eigentlich erlauben wollen. Und das machen wir zum Beispiel in Extensions rein. Dazu sagen wir hier, wir wollen keine Liste, sondern wir wollen ein Set, eine Menge aus, also eine ungeordnete Menge, ist völlig egal, was da jetzt drin steht sozusagen, aus Textdatei wollen wir haben und wir wollen zum Beispiel JPEG haben, natürlich in Anführungsstrichen hier und so weiter und so fort. Also ich mache jetzt hier noch PNG rein, ihr könnt da reinmachen, was ihr auch immer erlauben wollt, zum Beispiel .zip oder sonst irgendwas. Und ja, jetzt müsst ihr allerdings sehr vorsichtig sein, denn wenn ihr hier zum Beispiel HTML erlaubt und aber andere User können diese Datei ansehen, dann kann da natürlich sowas passieren wie Cross-Site-Scripting oder eben solche Dinge. Das heißt, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich würde euch hier wirklich empfehlen, auch noch meine IT-Sicherheits-Tutorials anzugucken, denn die sind sehr, sehr essentiell, wenn man hier irgendwie den Server programmiert oder halt ein Backend für den Server programmiert. Gut. Anschließend machen wir jetzt hier erstmal eine Funktion, die an für sich nichts mit unserem Flask wirklich zu tun hat, sondern wir wollen einfach nur überprüfen, ob unsere Dateiendung auch wirklich erlaubt ist. Das heißt, wir brauchen hier den kompletten Dateinamen und wir wollen natürlich jetzt überprüfen, ob die Endung die richtige ist. Das heißt, ja, das ist jetzt ganz normales Python, also da braucht ihr euch wirklich jetzt nicht wirklich hier irgendwie drum zu kümmern. Für jeden Punkt in File Name wollen wir was machen? Quatsch, nicht für jeden Punkt. Wir wollen natürlich hier durch eine gesplittete Datei durchiterieren. Das heißt, wir wollen sozusagen überprüfen, ob diese Endung hier drin ist, sozusagen. Und das machen wir einfach, indem wir hier noch ein Split einfügen. Das machen wir, indem wir hier sagen, wir wollen noch zusätzlich überprüfen, ob sozusagen diese Endung da drin ist. Also Punkt rsplit. Das heißt, wir wollen von rechts splitten und zwar anhand vom Punkt wollen wir natürlich splitten. Und ja, wir wollen sozusagen, dass die Endung überprüft wird. Deswegen machen wir, da fehlt noch was. Deswegen sagen wir hier, wir wollen und natürlich in Kleinbuchstaben konvertieren, damit es auch wirklich richtig überprüft wird. Weil manchmal ist auch wirklich irgendwie der Datei oder die Dateiendung ist einfach groß geschrieben und dann ja, wäre natürlich doof. Und das wollen wir natürlich überprüfen, ob das auch in den Extensions drin ist. Das heißt, wir wollen erst überprüfen, ob auch wirklich der Dateiname einen Punkt enthält. Denn ansonsten wirft uns das hier hinten einen Fehler. Und dann wollen wir natürlich noch die ganz rechteste Seite sozusagen abschneiden und überprüfen, ob diese Dateiendung in den Extensions drin ist. Also ob da auch wirklich was in Ordnung ist dabei. Okay, das war jetzt hier ein Shortcut sozusagen, den ich von der offiziellen Flask-Seite habe. Das heißt, da könnt ihr auch ganz gerne mal gucken. Die haben da auch wirklich super Code-Schnipsel, die man jederzeit verwenden kann. Was ist denn heute los mit mir? Ich kann nicht richtig reden. Okay, nächster Schritt ist, wir wollen natürlich eine Datei hochladen können. Und das machen wir hier. Warum habe ich jetzt eigentlich das hier eingefügt? Im Prinzip muss man ja zum Datei hochladen nicht überprüfen, ob es auch wirklich eine dieser Extensions ist. Ganz einfach, weil es wirklich sehr gefährlich ist, wenn wir einfach alles erlauben hier. Weil, ja, wie gesagt, es könnte einfach ein bösartiger User kommen und das wollen wir natürlich nicht. Okay, so, wie lädt man Dateien hoch? Naja, das ist normalerweise immer über die Post-Requests möglich. Das heißt, wir brauchen hier als erstes mal Methods ist gleich... der Standard ist, also wenn nichts angegeben ist, da fehlt was. Wenn nichts angegeben ist, dann ist es eigentlich immer ein Get. Und wenn was angegeben ist, dann ist es sowieso meistens ein Post. Das heißt, wir können hier auch Get und Post erlauben. Okay,
Und ja, jetzt wollen wir sozusagen, wenn hier eben gerade was gepostet wurde, dann wollen wir die Datei hochladen und dann redirecten und ansonsten wollen wir eben das Upload-Formular anzeigen. Das heißt, if request.method, wenn das Post ist, dann wollen wir die Datei hochladen. Und dazu liefert euch jetzt Requests auch einen sehr, sehr coolen Part mit, denn ihr könnt einfach die Files aus Request auslesen. Das heißt, ihr könnt hier schreiben, if, wenn hier File drin steht, if File not in, beziehungsweise wenn es nicht drin steht, dann wollen wir ihn einfach wieder zurück umleiten sozusagen, weil dann können wir nichts hochladen. Wenn das nicht in Request.files drin steht, dann gehen wir zurück. Redirect. Und zwar, ja, wohin wollen wir ihn redirecten? Naja, einfach dahin, woher der Request kam. Das heißt, quasi wieder hier auf diese Index-Seite, logischerweise. Und dann, falls der Request hier drin war, können wir die Datei einfach auslesen über request.files. Also, wenn diese Datei wirklich da drin war, können wir hier sagen, wir wollen gerne die Datei haben. Also, wir nennen das ganze Ding einfach jetzt mal File, weil es im Endeffekt hier auch später, wir werden sehen, wie das dann aussieht. Genau. Okay, jetzt wollen wir uns zunächst einmal angucken, bevor wir ans Bugfixing gehen, was wir sonst tun wollen, beziehungsweise was wir immer tun wollen. Und dazu geben wir hier einfach das HTML-Schnipsel sozusagen zum Hochladen von einer Datei hoch einfach. Und das machen wir, indem wir hier erstmal ein Upload reinschreiben. Ups. Upload. Na, komm schon. Ich bin zu blöd zum Tippen. Okay. Wir wollen was hochladen. Und das ist jetzt eigentlich relativ simpel. Wir sagen hier Form Method ist gleich Post. Ups. Und dann den Anchor-Type setzen. Das ist wichtig, wenn man Dateien hochladen möchte. Anchor-Type ist gleich Multipart slash formdata, wenn man nicht alles in einem Request sozusagen verarbeiten kann, weil es immer mehrere sind, dann automatisch, die man aber dann automatisch auch wieder zusammensetzt, also das ist nicht das Problem. Und dann zwei Inputs, logischerweise einmal hier ein Input für den Dateiteil eben, also Input Type gleich File, Name, und jetzt wissen wir auch, warum wir hier oben File geschrieben haben, das ist sozusagen der Name in unserem Formular gewesen, den ich jetzt hier erst mache, aber ja, gut. Und dann natürlich noch den Submit-Button, Input-Type gleich Submit. Das ist jetzt eigentlich stinknormales HTML, nur wir müssen eben leider alles selber tippen. Hochladen, wobei wir lassen das Ausrufezeichen erstmal weg. So, genau, was sehen wir jetzt, wenn wir hier das Ganze erstmal aktualisieren? Naja, wir können eine Datei auswählen und wir können das ganze Ding hochladen. Wunderbar. Das Problem ist jetzt allerdings, selbst wenn wir hier auf Datei auswählen gehen und dann hier auf Hochladen, also ich mache das jetzt mal einfach ganz kurz, wir gehen hier auf Dateien, das sind meine ganzen Bilder hier, die ich auswähle und dann auf Hochladen, dann passiert erstmal natürlich gar nichts. Problem ist hier aber auch, wenn in manchen Browsern ist es zumindest so, manchmal wird einfach dieses Ding hier zwar mitgeliefert, also File ist dann ausgewählt gewesen in request.files, aber es ist trotzdem leer, das heißt, die Datei existiert einfach nicht, die wir hochladen sollen oder die hochgeladen wird. Das heißt, ja, der Filename ist sozusagen leer, file.filename, das heißt tatsächlich so, ist gleich leer. Was ist dann passiert? Also in manchen Browsern, wie gesagt, wenn wir das machen, was ich gerade hier gemacht habe, in dem Browser jetzt zum Glück nicht, aber wenn ich auf Datei auswählen gehe und dann wieder schließen drücke und dann hochladen, dann sehen wir, bam, okay, es schmiert scheinbar ab. Okay, ja, in unserem Fall schmiert es jetzt eher ab, weil ich hier kein Pass oder sowas drin habe. Aber ja, das ist halt dann ein Problem. Das heißt, wir können das nicht einfach so stehen lassen, wir müssen ihn dann auch eben redirecten, deswegen kopiere ich mir den Teil hier mal. So, nächster Teil, wir wollen die Datei jetzt als endlich mal ganz zum Schluss, wir wollen jetzt die Datei endlich hochladen. Das heißt, if allowed, und ja, dann geben wir natürlich hier den File.filename rein. Also wenn wir auch wirklich eine Datei haben, deren Endung erlaubt ist, dann wollen wir das Ganze hochladen. Und zwar sagen wir dann erstmal FileName, definieren wir als, so, und jetzt gibt es noch was Neues, SecureFileName, Secure-FileName. Und da wollen wir den Dateinamen reinschreiben, file.filename. Warum machen wir das? Naja, also wir müssen es natürlich noch importieren.
Komma secure. Quatsch, das ist nicht unter, unter Flask zu finden. Jetzt wird es ziemlich witzig für die Deutschsprachigen, die ihr wahrscheinlich alle seid. Und zwar, wir importieren jetzt was from Werkzeug. Und das heißt tatsächlich so, from Werkzeug.utils import secure filename. Und ja, jetzt können wir secure filename dann auch endlich verwenden. So, also was macht secure filename? Secure filename ist dazu da, dass ihr hier quasi keine bösartigen Dateinamen reinbekommt. Also mit manchen Dateinamen kann man ziemlich viel Schmu betreiben. Und ja, die sind natürlich dann, naja, man kann damit Angriffe fahren. Lassen wir es einfach mal dabei stehen. Deswegen muss man hier eigentlich immer dieses Secure Filename verwenden. Wenn ich jetzt zu sehr hier aushole, dann haben wir quasi eine eigene Tutorial-Reihe dazu. Die wird sich dann bei mir in den IT-Sicherheits-Tutorials wiederfinden, die ihr dann auch dort gucken könnt. Okay. Ja, Filename ist Secure Filename und jetzt können wir die ganze Datei endlich speichern, file.save. So, wo wollen wir unsere Datei saven? Naja, wir wollen os.join, path.join, sorry, path.join und ja, was wollen wir jetzt hier reinschreiben? Naja, wir wollen das Ganze in den, Sekunde, ich muss mal kurz gucken, wie ich es genannt habe, in unseren Folder reinschreiben, Folder. Und was wollen wir noch haben? Wir wollen natürlich hinten dran den Pfad haben. Das heißt, wir wollen Filename hinten dran haben. Und zwar den Secure Filename, nicht irgendeinen. So, und dann können wir den ganzen Kram wieder zurückgeben. Das heißt, Return Redirect. Und ja, wohin wollen wir ihn denn jetzt redirecten? Wir können jetzt auf zum Beispiel die neu hochgeladene Datei redirecten. Zum Beispiel. Wir können ihn natürlich auch einfach wieder auf die Startseite redirecten oder es einfach dabei belassen. Das bleibt dann euch überlassen. Dazu haben wir allerdings URL vor und beziehungsweise halt stopp, wir brauchen URL vor gar nicht. Wir können ja einfach hier wieder request.url reinstecken und ja, wie gesagt, ihr könnt ihn redirecten, wohin ihr wollt. Also wenn ihr fertig seid, einfach irgendwo hin und dann seid ihr quasi glücklich. Okay, was wir jetzt machen wollen, ist natürlich erstmal unseren Server neu starten. Das bedeutet, wir müssen hier erstmal wieder ausführen und dann können wir hier laden. Okay. Und ja, jetzt laden wir einfach irgendeine Datei mal hoch. Ich glaube, das habe ich erlaubt. Eine JPG-Endung, das heißt, ich kann hier auf Hochladen klicken. Und schnell sehen wir, dass ich da unten einen Fehler gemacht habe. Hier steht os.path.join. Also wir sehen es auch direkt hier in, quasi im Code drin. Können wir eigentlich auch direkt wieder auf den Code zurückgehen. Hier steht os.path.join Folder. Und dann habe ich die Klammer schon zugemacht. Natürlich wollte ich die Klammer erst ganz hier hinten zumachen, damit wir die beiden Sachen sozusagen zusammen joinen können. Okay, wir gehen nochmals kurz zurück. Sorry dafür, kleiner Rechtschreibfehler sozusagen von meiner Seite. Und ja, jetzt haben wir die ganze Datei hochgeladen. Wir landen natürlich wieder hier. Der Witz ist allerdings jetzt daran, dass wir hier auf unserem Server in diesem Verzeichnis, weil ich genau in diesem Verzeichnis auch programmiere, sehen wir jetzt hier ais.jpg. Das Bild, das wir gerade hochgeladen haben, ist jetzt da. Wunderbar. Und das sozusagen als erste kleine Anwendung für euren Server, wie ihr Dateien schreiben könnt, beziehungsweise wie ihr Dateien hochgeladen bekommt. Ihr könnt natürlich auch ganz normal mit eurem Python-Code Dateien schreiben. Also das bleibt komplett euch überlassen. Das ist natürlich dann, ja, es ist immer noch Python-Code. Das heißt, wir können damit machen, was wir wollen. Wir können auch einfach jede Information, die wir bekommen, in der Datei schreiben. Und das ist eigentlich das, was es so unglaublich stark macht, in meinen Augen zumindest. Okay, dann danke ich euch mal wieder für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!